Gestern auf CNN bei Piers Morgan Tonight hat Morgan den Radiomoderator Alex Jones interviewt. Und zu sagen, dass es wild war, wäre eine Untertreibung. Hier ist ein kurzer Ausschnitt. Answer this question. How many guns? Why'd you get fired from the Daily Mirror for putting out fake stories? You're a hatchet man of the New World Order. Let's try again. How many gun murders were there? Oh, you're gonna ban your fist now? In Britain last year. How many chimpanzees can dance on the head of a pin? I already went over those statistics. Do you know the answer? No, I don't. You said hundreds. It's very low. You said hundreds? Yes. It's actually 35. Well, the point is, you can... Against 11,000. Wie ich sagte, es war wild und es wurde sogar noch wilder. Wir wollen uns das Ganze genauer ansehen, speziell eine Statistik, die Piers Morgan immer wieder zitierte, wonach es in Großbritannien, wo Waffen vor ca. 15 Jahren verboten wurden, im Jahr 2011 nur 35 Tote durch Waffen gab, verglichen mit 11.000 in den USA. Nach Angaben der Verbrechensstatistik des FBI gab es 2011 in den USA 12.664 Morde. 8.583 davon wurden durch Schusswaffen ausgeführt, aber 400 davon waren gerechtfertigte Tötungen durch die Gesetzeshüter und 260 waren gerechtfertigte Tötungen durch Privatpersonen. Auf der einen Seite ist es wahr, dass Großbritannien prozentual weniger Tote durch Schusswaffen hat. Bei einer Bevölkerung von 62,6 Millionen gab es 2011 in Großbritannien 59 Tote durch Schusswaffen, nicht 35, wie Piers Morgan behauptet. Aber es sollte nicht überraschen, dass die Todeszahlen durch Waffengewalt in einem Land, das Waffen verboten hat, niedriger sind als in einem Land, wo sie nicht verboten sind. Wo dieses Argument auseinanderfällt, ist, wenn man versucht zu behaupten, dass weniger Waffen zu weniger Verbrechen führen. Die USA hat die höchste Pro-Kopf-Waffenbesitzrate der Welt. Es gibt durchschnittlich 88 Waffen pro 100 Einwohner. Damit sind sie in dieser Statistik die Nummer 1. Jemen ist auf Platz 2 mit 54,8 Waffen pro 100 Einwohner. Das bedeutet jetzt also, dass die USA auch die höchste Mordrate durch Schusswaffen hat, oder? Aber nein, Honduras, El Salvador und Jamaika haben höhere Raten, genauso wie 24 weitere Nationen. Obwohl die USA Nummer 1 beim Waffenbesitz ist, stehen sie bei der Mordrate durch Schusswaffen nur auf Platz 28 mit durchschnittlich 2,97 Fällen pro 100.000 Einwohner. Natürlich sagt Piers Morgan nicht, dass die USA mehr wie El Salvador oder mehr wie Honduras sein sollten. Er sagt, wir sollten mehr wie Großbritannien sein. Aber wie sehen die Zahlen dort aus? Das Vereinigte Königreich hat die zweithöchste Verbrechensrate in der EU. Außerdem die fünfthöchste Diebstahlrate und die vierthöchste Einbruchsrate. Aber noch wichtiger, die EU bezeichnet Großbritannien als das gewalttätigste Land in der EU. Im Vereinigten Königreich gibt es 2034 Gewaltverbrechen pro 100.000 Einwohner. Damit sind sie dort sogar weit vor Südafrika mit einer Rate von 1609 Gewaltverbrechen pro 100.000 Einwohner. In den USA sind wir nicht einmal in den Top 10. Die USA hat eine Rate von 466 Gewaltverbrechen pro 100.000 Einwohner. Das bedeutet, dass wenn Leute wie Piers Morgan behaupten, dass die USA von Großbritannien lernen kann, dann können wir das vielleicht wirklich. Was wir lernen könnten, ist, dass Gewaltverbrechen nicht das Resultat von Waffen oder sonstigen Werkzeugen sind, sondern das Resultat der Herzen der Männer und Frauen.